So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sim Airport. Und ihr seht schon, hier ist wieder ein bisschen was los. Das heißt, das nächste Flugzeug kommt demnächst schon wieder. Ich habe die Nacht jetzt so ein bisschen durchlaufen lassen, habt aber nicht viel verpasst. Außer, dass ich noch so eine kleine Idee hatte, wo ich aber noch nicht so genau weiß, ob das so funktioniert. Dafür müssten wir aber, glaube ich, auch die Warteschlange mal ein bisschen kürzen hier. Warteschlange. Schrumpfen lassen. Das hier kommt mit weg. Das hier auch. So. Ich habe nämlich den Gedanken gehabt, hier wirklich einfach nur so einen schmalen Gang zu diesem Gate zu machen. Und dann den Check-In-Schalter hier unten irgendwo hinzusetzen. Das müsste erstmal funktionieren, dass wir das Gate benutzen können. Wir können wahrscheinlich jetzt hier oben gar kein Fundament bauen, glaube ich. Das wird nicht funktionieren. Genau, da fehlt erstmal am Boden eins. So, hier, wenn wir hier einfach nur so einen schmalen Gang bauen. Gucken wir mal. Einfach nur dahin, da kommt dann eine Tür hin und hier unten der Check-in etc. passiert hier unten. Weil hier unten haben wir im Moment genug Platz, um das machen zu können. Und dann haben wir hier halt eben das Gate, was wir dann benutzen können. Naja, der Gang ist vielleicht ein bisschen zu schmal. Aber gut, wir gucken mal. Wir bauen jetzt hier oben nochmal eine nächste Schicht drauf. Die können wir uns im Moment nicht leisten. Dafür müssen wir noch ein bisschen Geld haben. So, jetzt geht's. Kann man ja später immer nochmal vergrößern. Dann kann man auch natürlich den Gate-Schalter wieder hier hoch verlegen. Aber im Moment, wo wir ein bisschen, ich sag mal, knapp bei Kasse sind, wäre es ganz cool, wenn wir zumindest morgen auf diesem Fluggate schon mal wieder ein paar Flüge hätten. Also praktisch die doppelten Einnahmen. So zumindest mein Plan. Ich hoffe, das klappt auch. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal noch eine Tür. Ich wollte doch nur gucken, was wir hier drüben für eine Tür eingebaut haben. Nämlich die. So, da müsste natürlich hier die Wand auch noch raus. So, löschen. Oder einreißen. Eins von beiden. Ich drück mal das. Kommt weg, damit dann die Tür dahin kommt. Und die Gate-Schalter, beziehungsweise der Gate-Schalter, kommt hier unten hin. Gate-Schalter. Die Frage ist jetzt nur, wo? Die müssten ja dann... die könnten... Ja, bisschen doof, aber gut. Hier mitten im Raum ist halt blöd. Na gut, wir stellen es einfach hier hinten hin. Ist ja egal, können wir später immer noch mal umbauen. So. So, da machen wir zwei Gate-Schalter hin. Müssen wir natürlich entsprechend auch wieder Personal einstellen. Dafür brauchen wir normales Personal. So. Okay, der Gang ist jetzt da. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Gate-Schalter gebaut sind. Könnte man natürlich auch noch eine Wartestange dann davor setzen, klar. So. Und dann sagen wir zuordnen, zuordnen, zuordnen. So. Jetzt ist das weg und man könnte das Gate benutzen. Sehr schön. Dann können wir nämlich anfangen jetzt für das Gate B1 zu planen. Da schauen wir einfach mal, welches Flugzeug wir jetzt hier hätten. Haben wir jetzt... Achso, okay. Nicht, dass die Zeit zu schnell läuft und wir das verplanen hier. Frühs haben wir jetzt gar nicht so viele. 737 hätten wir. Eine 767. 737, 707, 767. Das ist eine große. Die nehmen wir doch mal. Die war jetzt frühs, genau. Wir brauchen aber noch welche für nachmittags. Dann nehmen wir mal eine kleinere Maschine. So, wie gesagt, ich wollte ja mal gucken, dass wir das so ein bisschen aufteilen können hier. Dass die möglichst... Ja. Er meckert hier rum, dass ich noch einige Flüge nicht geplant habe. Nehmen wir jetzt... Wir nehmen auch mal ein anderes. Und dann nehmen wir noch eine 737. Eine 737 hat 140, die können wir natürlich auch nehmen.
Hier hätten wir ja, die können wir nicht nehmen. So, gucken wir mal. Die packen wir hier dazwischen. So, und dann gucken wir nochmal, was wir nachmittags noch so Schönes haben. Union Star. Mit was würde die hier ankommen? Ja, mit so einer kleinen Beach nur. Welches ist das denn? Die ist hier gar nicht... Hä? Wird hier gar nicht angezeigt, okay. WestJet. Ja, weil uns ein bisschen das Licht fehlt. Was ist denn das? Haben wir nicht irgendwie Pacific Airline? Haben die nicht irgendwelche großen Maschinen? Hier mal ein A320? Nee. Mit dem kommen sie nicht hierher. Das ist doch blöd. Atlantic International. Das ist ja so ein Kleidet-Ding wieder nur. Ich will natürlich eine möglichst große Maschine hier haben. Hatte ich bei denen jetzt schon geguckt. Was haben die? Eine 737 am Nachmittag. 100. Naja, gut. Komm. Nehmen wir an. Planen wir hier für nachmittags noch rein. Vielleicht einen Ticken später. Und eine würden wir noch nah am Nachmittag unterkriegen. Ne, kriegen wir nicht, weil mehr Maschinen dürfen wir jetzt gar nicht. Also ich glaube, es sind 10, auf 10 Stück begrenzt. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Dafür müssen wir erstmal noch so ein Tower-Dings bauen. Gut, auf jeden Fall haben wir morgen ein bisschen mehr zu tun. Gucken wir mal. Genau. B1 ist hier alles schon eingeplant. Das wird spannend, meine Damen und Herren. Einige Flüge sind noch nicht geplant, das stimmt nicht. Ja, genau. Wir müssen den ATC Tower bauen. Sowas war mir auch. Dass wir irgendwas noch bauen müssen, damit wir mehr als 10 Flüge kriegen. Ja, könnten wir. Ist natürlich die Frage, wie teuer so ein Tower ist. 30.500 plus 50 die Stunde. Okay. Alles klar, alles klar. Können wir uns erstmal nicht leisten, glaube ich. Ja, ja, das mit dem Geld. Achso, wir wollten ja noch, im Moment, wir wollten ja hier noch eine Warteschlange ransetzen. Warteschlange. Müssen natürlich schauen, dass die das Boarding auch hinkriegen zeitlich. Das wäre natürlich doof, wenn die durch das, dass sie noch da hochlaufen müssen, das nicht mehr schaffen. So. Gut. Das müssen wir jetzt natürlich noch zuordnen. Hier ist Economy. So, und hier machen wir zuordnen zu... Ups. Erste Klasse und Crew. Oder auch nicht. Crew ist weg. Na gut. Weiß ich nicht, warum es jetzt weggeht, wenn ich das zuordne. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ist das hier auch so? Moment. Gucken wir auf der anderen Ebene. Ja. Sieht genauso aus. Alles klar. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld verdient. Das ist doch schon mal nicht schlecht, weil wir die Preise natürlich auch angehoben haben. Und wenn wir jetzt, was wollte ich denn jetzt sagen? Wenn wir jetzt natürlich noch ein paar mehr Flüge, ich glaube vier zusätzliche Flüge, ne? Okay. Wir haben jetzt insgesamt 10 Flüge. Das macht dann eigentlich 20.000 Dollar allein an Start- und Landegebühren. Und dann natürlich nochmal durch die großen Maschinen halt ein bisschen mehr pro Passagier. Einziges Problem könnte unser Sicherheitsbereich sein. Das weiß ich noch nicht, ob der die Menge an Passagieren bewältigen kann. Das werden wir jetzt morgen uns mal anschauen. Sobald das losgeht. Bisschen blöd ist natürlich auch, dass die Passagiere, die jetzt hier nachher dann hier hin wollen,
Ja, die laufen halt hier durch die Warteschlange, ne? Na gut, wir gucken mal, wie es läuft. Ansonsten machen wir das hier für das Gate A1 und das andere, was oben jetzt schon ist, für B1. Geht natürlich auch. Können wir natürlich auch machen. Wir schauen mal, wie es so läuft. Jetzt ist erstmal wieder Nacht. Jetzt müssen wir abwarten. Wann kommt denn der erste Flug? Um 6 Uhr morgens früh, das weiß ich ja schon. Und um 7 Uhr kommt auf Gate B1 der erste. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht geguckt. Ich hätte mal gucken sollen, ob wir irgendwie durch uns die Start- und Landebahn blockieren. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Wenn denn alles pünktlich abläuft, heißt das. So, die sind alle eigentlich ganz happy. Frustration 99%. Aha. So, jetzt kommen die ersten hier für den Flug von Gate A1. Wir brauchen vielleicht auch noch ein paar mehr von den Dingern, vom Ticket-Kiosk. Oha. Ja, es wird recht voll hier. Die erste Maschine kommt. Einige stehen hier noch von der Maschine, einer zumindest steht hier noch drin. Und da kommt schon die nächste. Ach so, weil das so ein Riesending ist, was ich da morgens schon eingeplant habe. Oh. Das könnte ein bisschen eng werden. Zeitlich. Wir brauchen noch ein paar Passagiere. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, alles klar. Moment, 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 Moment. Das geht hier nicht. Die braucht zu lange am Gepäckscanner. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Da müssen wir noch einen zweiten Gepäckscanner bauen, um das ein wenig zu entlasten. Sicherheitspersonal. Alles, was dahinter passiert, geht dann nachher. Ausweiskontrolle geht auch recht zügig, aber ich denke mal, das Flugzeug hier wird nicht rechtzeitig abheben können. Da fehlen noch zu viele, da fehlen noch fast die Hälfte oder nicht mal ganz die Hälfte der Passagiere. Eieiei. Da haben wir uns verschätzt. Beziehungsweise ich habe mich natürlich verschätzt mit dem großen Ding. Da waren wieder nur die Dollarzeichen in den Augen. Ich überlege jetzt gerade, wie wir das am besten machen können. Ich würde sagen, wir ziehen das Ding einfach mal ein bisschen früher hierher. Dass wir morgen dann ein bisschen mehr Zeit haben. Für die Maschine. Der wird nicht, ich weiß nicht genau, ob der startet oder ob er nicht startet. Er wartet noch. Wie sieht es hier bei dir aus? Auch nicht viel besser. Aber du hast noch Zeit. Aber Verspätung ist natürlich übel. Das geht natürlich nicht. Ich würde es jetzt wirklich auf den Sicherheitsbereich schieben, der da nicht so ganz funktioniert. Ja, jetzt sind wir schon im unakzeptablen Bereich. Ich kann es gar nicht mehr lesen. Oh, 40 Minuten Verzögerung. Das geht natürlich nicht. Das ist nicht so gut. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Problem ist natürlich, dass sich dadurch alles verzögert. An so einem Flughafen. Nicht so toll. 99% gebordet. Einer hat es nicht geschafft. Ist natürlich ärgerlich für den einen, der jetzt nicht in Urlaub fliegt. So, wie sieht es bei dir aus? Du bist pünktlich gebordet worden, das ist doch schön. Ich denke mal, auch hier haben wir ein bisschen ein Problem. Da könnten wir nochmal ein paar Ticket-Kiosk-Dinger hier hinstellen. Da investieren wir nochmal ein bisschen. Weiß jetzt nicht, ob wir. Na gut.
Das ist, glaube ich, auch nur, wir haben, glaube ich, nicht so viele große Maschinen. Oh. Gut, er hat jetzt auch schon Verzögerung. Oh oh. Der ist schon 56 Minuten zu spät gelandet. Klar, seine Landebahn oder sein Gate war ja blockiert. Blöd, 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 blöd. Nicht so toll. Es verzögert sich alles. So, aber immerhin geht das jetzt hier relativ fix. Jetzt können wir vielleicht doch unseren Metalldetektor noch aufstellen, den wir ja doch im Lager haben. Und dann stellen wir noch jemanden für die Sicherheit ein. So. Damit das ein bisschen fixer. Ja, sie geht natürlich. Naja, gut. So, jetzt bin ich gespannt, die nächste Maschine, die jetzt hier landet, an Gate B1, wie viel Verzögerung die hat. Ah, da haben wir noch. Ja, der hat auch schon 55 Minuten Verspätung. Das ist nicht so toll. Wo sind denn deine Passagiere momentan noch? Ach, wir könnten auch einen Abflug erzwingen. Oder ist die Crew? Was ist denn nun los? Achso, die sind noch nicht ausgestiegen, deshalb geht das Boarding noch nicht los. Gott, das scheint eine Riesenmaschine zu sein. Wie viel kriegen wir da rein? 133 müssen da rein. So, jetzt geht das Boarding los. Aber ich denke mal, die meisten von der Maschine sind schon hier. Aber wir haben jetzt schon Verspätung. Okay, das Ein- und Aussteigen hat schon zu lange gedauert. Jetzt geht das Boarding ja erst los. Ja, es ist nicht so einfach. Aber ich denke mal, morgen läuft es besser, wenn wir die große Maschine ein bisschen... Bisschen früh. Wir haben ja jetzt hier deutlich mehr Zeit eingeplant. Ich überlege gerade, ob wir die noch ein bisschen nach hinten ziehen und die wirklich als erste morgen hier reinholen. Vom Prinzip könnte die sogar ein bisschen länger noch stehen bleiben. Wir können das ja noch einen Ticken schieben hier. Okay, mal gucken, ob das morgen so funktioniert. Haben die eigentlich auch Verzögerung? Nee, die, na gut, 16 Minuten, das ist auch ein bisschen. Aber nicht großartig. Oh Gott, wie sieht das denn hier aus? So, da fehlen noch 3 Passagiere, 2 sind unterwegs. 100% geboardet und tschüss. Ja, was? Konnte sich jetzt eben nicht entscheiden, in welche Richtung. Wo müssen wir lang? Hier? Links? Rechts? Wo geht's denn nach Ibiza? Aber hey, wir haben immerhin jetzt so ein bisschen mehr Geld verdient, ne? Das läuft doch schon mal ganz gut, würde ich mal sagen. So, der kam schon 100 Minuten zu spät. Wir haben jetzt 2 Minuten, 1 Minute, 0. Alles klar, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle erstmal eine kleine Pause, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal, ob wir das dann ein bisschen besser hinkriegen, dass es hier ein bisschen flüssiger läuft, wenn wir jetzt die große Maschine ein bisschen später ranholen und dann können wir uns auch ein bisschen ums Gepäck noch kümmern, dass das vielleicht auch mal automatisch funktioniert. Spart sicherlich auch ein bisschen Zeit. Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben oder einen Daumen da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.